Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Nee, anfangen? Dann ist gut. Ja, hallo, da bin ich wieder, der Kuro. Wollen wir mal weitermachen? Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, wo er war, aber ich weiß, was ich machen muss. Ich weiß, ist wieder voll logisch. So. Mal gucken. Erstmal das Wichtigste, die Waffen wechseln. Ich mag nämlich keine Dolche. So. Ja, das passt. So, dann wollen wir mal auf. Aktuelles Questziel ist, wer hätte es gedacht, nach Weißlauf. Oh, ich muss noch mal kurz stören, mein Handy. Ach Gott, als ob du ohne das Handy nicht einen Tag überleben kannst. Würde ich auch nicht. Ja, ach, guck mal, da ist ein Tier. Ich weiß, das ist wieder... Ach Mist. Verdammt, ich bin gar nicht so schnell. Und ja, so ein Ausdauerangriff verbraucht einfach viel zu viel Power. Kaninchen! Ich kann kein Kaninchen killen, ich bin dann sonst selber gleich drauf. Ehrlich? Das hat der Wolf selber zu verurteilen. So. Warte mal. Achso, das geht hier lang. Gut. Ja, ich bin nicht der große Fan von Abkürzungen, weil ich ja schon gesehen habe, wie der Slay einfach mal so gestorben ist, während er in den Vorsprung runtergefallen ist. Der so gefühlt im Meterhof war. So wie das Ding hier. Das war schon mega. Also echt. Also das überlebt hat. Oh, guck mal. Das sind kaiserliche. Ja, die Sorte, die ich nicht mag. Hallo, lauf doch nie weg. Schlechte Idee. Schluck dran. Bro, nehmen wir Stufenaufstieg. Ja, natürlich, Stufenaufstieg. Deswegen hab ich das ja gemacht. So, dann wollen wir gleich mal gucken. Weil ich habe mir jetzt vorgenommen, das haben wir auch so vorhin schon mal halbwegs besprochen, dass ich jetzt die Zweihänder anfange zu skillen und er dann Einhand, beziehungsweise zwei Einhandwaffen. Wo war ja, da? Muss mal schauen. Blocken kann man ja auch mal ein bisschen skillen. Ja, blocken ist bei mir auf meinem anderen Account immer noch null. Wer hätte es gedacht? Und was ich dann versuche zu skillen, ist die schwere Rüstung. Ja, schade, hat nicht geklappt. Schwere Rüstung und er dann versucht mal die leichte Rüstung. Wobei leichte Rüstung auf 100 auch schon echt Premium ist. Und was wir zusammen versuchen, wäre Schießkunst schmieden und Arkane verzaubern. Naja. Warum? Wo kommt dieser Bogenschütze her? Du triffst doch eh nicht. Hoppala. Alter, läuft der mir hinterher? Ja, tut er. Oh, Alter. Ja, ich habe diesen Wasserfall nicht gesehen. Was dagegen? Wo willst du gerade überhaupt? Hast du das gerade gesehen? Der Geiserlicher ist auch den Wasserfall runter und hat den verloren. Der verfolgt dich gerade, das ist dir bewusst. Ja, ich weiß, dass der mich verfolgt. Aber da vorne ist ja noch einer. Vor allen Dingen auch einer mit Bogen. Was haben wir denn eigentlich hier an Fähigkeiten, außer Blutrausch? Noch gar nicht. Und wieder herstellen? Heilung. Warum Heilung? Wow. What the heck? Ja.
Ich meine, es war nicht so schlau von mir. Das ist eine Wache. Ja, aber warum ich das Ding auch angreife, ne? Ja, hallo. Oh, hab einmal zu viel gedrückt. So. Ich mach's jetzt einfach mal einfacher. Ich lass mich jetzt einfach mal gefangen nehmen. Und ich bin dann erstmal safe. Wo kam die 40 Kopfgeld her? Ich hab die Kaiserlichen angegriffen, schon vergessen. Ja, du hast sie getötet, das gibt nochmal 1000 Kopfgeld. Nein. Ich hatte nur einen Überlebenden und der wäre auch beinahe draufgegangen. Aber das nennt man Schnellreise. Weil da muss ich jetzt rein. Und hier bin ich. Aber bevor ich jetzt generell überhaupt irgendwo hingehe, gucke ich mir erstmal hier unten ein bisschen um. Weil hier, ich weiß nämlich, hier unten gibt es einen Schmied, hier gibt es auch noch einen Händler. Und wir können unsere Sachen noch verkaufen. Ja, da können wir erstmal schön verkaufen. Da kann man auch bei diesem Zaubertrankladen erstmal schön Zaubertränke kaufen. Allerdings ist mir aufgefallen, wir haben es Nacht, das heißt, es müsste eigentlich alles zu sein. Warte. Nein! Der Kupferkessel hat auf. Der kupferne Kessel, ja. Lehn dich schon ein bisschen näher ans Mikro. Wieso noch näher dran? Ich meine, ich fresse es ja fast. Also dann bitte. Nimmst du in den Mund. Nein, ich nehme das jetzt nicht in. Hallo. Du nimmst in den Mund. Ja, ich weiß. Sieht etwas blass aus. Könnte sich um eine Das will ich gar nicht wissen. So etwas in diesen Mauern hätte ich einen sehr Alchemie trainieren? Nein. Problem ist nur, die müsste eigentlich hier stehen. Das heißt, ich kann nichts kaufen. Das heißt, ich bin trotzdem zu spät. Mhm. Läuft. Top, die Wette gilt. So, das heißt, der hier ist auch zu. Ja. So, dann wollen wir es uns mal einfach machen. Ich habe jetzt keinen Bock, die ganze Zeit bis zum nächsten Tag zu warten. Ich spule einfach mal vor. Aber nicht weit genug. Wart's ab. Task. Ich sagte, wart's ab. Ist immer noch zu. Ja, wir haben 5 Uhr morgens, natürlich hat er zu. Ja, ich meine, hier haben die Läden auch um 3 Uhr morgens noch offen. Und nein, ich rede nicht von Meckes. Obwohl ich da auch mal wieder hin will. Ja, muss man mal wieder machen. Nächste Woche Mittwoch. Was? Nein. Doch. Warum? Weil ich, nachdem diese eine Sache war, wo ich Mittwoch unbedingt hin muss. Ach ja. Ja, ich weiß. Was habt ihr jetzt zu verkaufen? Hier findet eigentlich jeder etwas. Verkauf! Alles steht zum Verkauf. Ja, wenn alles wirklich zum Verkauf steht, dann verkauf mir deinen Laden, dann brauche ich dich nicht mehr. Aber bei mir ist der eh schon draufgegangen. Ja, bei mir noch nicht, weil ich die Quest noch nicht gemacht habe. Ja, ganz ehrlich, wenn du in Weißhof reinkommst und auf einmal so eine Horde Vampire steht, er mittendrin und sich dann infizieren lässt von den Vampiren und selber einer wird, dann hast du keine andere Wahl, um ihn zu töten. Also ich bitte dich, das ist voll mega scheiße gewesen. Sorry für das... Ja, ihr wisst schon, was ich meine, aber trotzdem. Kauf die Schwerter. Was? Die Schwerter? Ich dachte, die wolltest du behalten. Ey, ich hab doch meine Dolche. Okay, dann verkaufe ich die Dolche. Und den Langbogen kannst du auch verkaufen. Wieso? Ja, mein Jagdbogen. Ach so, ich hab den Langbogen gar nicht wahrgenommen. Tut mir leid. So, was hätten wir da noch? Stiefel. Eine Tunika. Oh, ist das schön. Winnetort zur Zeit noch genug Gold, um uns alles abzukaufen. Oh Gott, wenn ich mir das angucke, wenn ich zum Teil nach Beletor gehe und bei Veda Sachen verkaufen, dann hat der zum Teil nur 1125 Gold und meine Waffen haben allein eine Waffe schon so viel und das nur, weil ich sie verzaubert habe. So, hier haben wir noch ein paar Amethysten, den Eisenbarren behalte ich, das Eisenerz auch, das werde ich gleich erstmal umschmelzen. So, puh, den auch verkaufen? Nein. Okay, dann behalten wir den. Ich bin sowieso dafür, wir machen uns irgendwann orkische Waffen. Wir sind ein Ork. Ja, ich meine, orkische Waffen, die sehen schon echt krass aus. Aber ganz ehrlich, es gibt Besseres. Ja, aber zumindest müssen wir später in unserem Haus eine orkische Waffe in der Kleiderpuppe stehen haben. Was wir in unserem Haus stehen haben müssen, ist eine orkische Rüstung. Ja. Dann aber noch super verzaubert, also am besten noch doppelt verzaubert und dann auf legendär hochgeschmiedet. Hi. Ach, guck mal. Sie lebt. Wieso lebt die? Weil ich sie hier noch nicht umgebracht habe. Ich habe hier einige. Das ist sowieso was. Sobald ich hier das nedrische Schwert habe, werde ich die sowieso wieder umbringen.
musste ich immer alles töten. Alter, ich habe auch Benetors Sklaven, wollte ich jetzt schon sagen, Partner umgebracht, weil der die ganze Zeit in mein Haus reinkam und hat gesagt, hier, ich arbeite für Benetor. Schaut doch mal in seinen Laden vorbei. Und ich war 5 Minuten erst drinne. Vor 5 Minuten? Ja, nein. Ich war auch, das hat er auch schon gesagt, wo ich drinne war. Ja, bei mir aber auch. So, die kriegen wir nachher sowieso. Nur eben verzaubert. So, mal gucken, was haben wir hier an Rüstung. Guck mal, das wäre sogar besser als das, was wir haben. Aber es ist kaiserlich. Ja. So, was haben wir noch? Ich will auf jeden Fall erstmal eine Lederrüstung. Ich stehe nicht so auf Leder. Kein Lack und aber Leder. Die Stahlrüstung könnten wir kaufen. Die können wir uns doch selber schmieden. Ja, okay. Ach, du bist langsam. Dann kaufe ich eben noch ein paar Stahlbarren, Eisenbarren. Und Stahl. Hast du mal auf den Preis geguckt und auf unser Gold? Oh, wir sind irgendwie pleite. Und verkaufen können wir auch nicht groß, obwohl die könnten wir noch verkaufen. Und dann hört das auch schon auf. Vor allem, wir haben nur einen Stahlpfeil. Der kommt auch weg. Ja, dann würde ich mal sagen... Auf geht's zum Schmieden! Tja, dann werden wir erstmal Leder herstellen und ein paar Lederstreifen. So, das müsste reichen. Sei denn, du hattest schon welche, dann war das jetzt überflüssig. Nein. Gut. Aber ich mache ja gerne ohne überflüssige Sachen. Ja, ich brauche keine Anleitung zum Schmelzen. So, das gibt jetzt nochmal schön Eisen. Das hätten wir. Jetzt können wir schmieden. Was wollen wir schmieden? Du spielst. Du sitzt neben mir. Du kannst auch mal was sagen. Ich meine, er hätte schon was, oder? Ja, komm. Rüstung. Ja. Ja, ich wollte sowieso auf schwere Rüstung und ich mag diese kaiserliche nicht. Ja. Deswegen. Stiefel. Ja, Stiefeln doch. Und jetzt schön Waffe. Eisen. Du hast doch dein Hammer. Ich mag aber keinen Hammer. Das ist das Problem. Ich muss jetzt mal über... Das war eine Einhand, ne? Nein, das war ein Streit. Ja, ich verwechsel das immer. Das wird jetzt wahrscheinlich noch öfters kommen, dass ich mal nachfrage, weil ich immer... Ich verwechsel immer Kriegsaxt mit Streitaxt. Ich komme immer nicht drauf, was jetzt Einhand und was Zweihand war. So, sonstiges. Diesen Helm habe ich noch nie geschmiedet, aber ich weiß, es gibt eine komplette Rüstung. Ich meine, aber der sieht sowieso schon so komisch aus, dass man den nicht braucht. So, wollen wir noch irgendwas? Soll ich noch ein paar Dolche schmieden, die wir gleich verkaufen? Ja, komm. Oder mal gucken. Wer macht die Dolche? Ja, Dolche. Dann auch aufs Schmieden. So, ich hätte jetzt alles geschmiedet, was wir haben. Jetzt gucke ich erstmal Bekleidung. So, wir wollen ja sowieso immer 2 Rüstungen dabei haben. Das heißt, die packen wir schon mal auf. Kaiserliche kannst du direkt verkaufen. Ich mache mir nachher selber eine leichte. Ja. Oder dann das nächste Mal. Ich gehe jetzt erstmal rein, du bist voll lame. Du hast sowieso nichts mehr, was ich brauche. Das habe ich mir schon alles gekauft. So, hast du eigentlich auf die Uhr geguckt? Ja, habe ich. Gut, ich nehme ich nicht. Was ich auch immer voll toll finde, ist, jetzt wird das noch alles als Stehlen angezeigt, was hier liegt. Wenn du einige Quests für die erledigst, dann kannst du das alles mitnehmen und nachher wieder an die verkaufen. Das finde ich immer toll. So, erstmal verkaufe ich. Kleine und große Waffen. Wollt ihr euch schützen? Oder soll ich die auch verkaufen? Nein. Okay. Das sind meine Waffen. Soll ich den verkaufen? Mach du. Na, ich will so ein verzauberter Hammer. Ich meine, den könnte man nachher verkaufen. Den verkaufe ich jetzt nicht, weil nachher, wenn wir im Schloss sind, können wir am Arkane-Verzauberer das Ding entzaubern und hätten diesen Zauber schon mal. Und die Spitzhacke lasse ich auch. So, Bekleidung. Das Kaiserliche. Und was habe ich hier? Da habe ich noch ein paar Eisenbarren. So, ich habe schon wieder den Fehler gemacht. Ich wollte eigentlich gucken, was er hat. Cool. Das finde ich jetzt echt scheiße. Oder Schaden austeilen. Ja, aber cool. Ja, Zerstörungszauber. Aber die ist verzaubert. Ja, die hätten wir uns aber trotzdem nicht leisten können. Ja, und?
Ich meine, Eisenbahn. Hm. Irgendwie haben wir nicht genug Geld. Ja, aber für Eisenerz. Kann man gleich noch ein bisschen schmieden. Es ist sowieso, anfangs kannst du dir hier kaum was leisten. Aber wenn du dann erst eine Zeit lang spielst, Wir können uns auch schon selber ein paar Pfeile herstellen, wenn du Feuerholz kaufst. Feuerholz machen gehst. Feuerholz? Ja, das ist sowieso das, was ich... Ich habe es jetzt in kein Skyrim, was ich hier gezockt habe, und das ist jetzt das zweite Mal, dass ich Skyrim neu anfange. Aber Pfeile diesmal in Partnerschaft. Pfeile noch nie selber hergestellt. Warum nicht? Weil ich immer so genug gefunden habe. Und wenn, dann hatte ich im Dragonborn DLC alles so weit, dass ich mir diese Stahlriemenpfeile kaufen konnte. Da war es dann nicht nötig, dass ich mir Pfeile herstelle. So, ich glaube, das war's dann erstmal. Ja, wir sind pleite. Wir sind pleite sind wir noch. Wir haben noch ein bisschen Restgold, aber könntest du mir meinen Gefallen tun und dann noch mal ein bisschen Kaffee nachgießen? So, ich habe mir doch gerade wieder Dings gekauft, ne? Barren. Das habe ich nämlich schon wieder vergessen. Ja, aber keine Lederstreifen mehr. Wie war das? Ich habe wieder Leder. Das heißt, Eisendolche kommt. Ach, ich habe jetzt mehr Lederstreifen als Dolche. Aber so wird's Schmieden schnell. So wird Schmieden schnell geskillt. Uiuiui. Bitte schön. Danke. Ich wollte aber noch ein bisschen Kaffee zu meiner Milch. Ja, ich habe ein bisschen viel Milch drin. Und wo ist der Zucker? Ach, stopp mal, das ist der Vater. Ja? Warum sagt er dann immer, wenn ich da reingehe, ihr habt meine Frau getötet? Hä, nicht der Schmied, der Vogt ist ihr Vater. Ah, ja, okay, ich habe hier gerade nicht richtig zugehört, was wollte man dazu so aussagen? So, ja, falls es noch keiner mitgekriegt hat oder das erste... Die ersten beiden Folgen gesehen hat. Wir heißen Mr. T. Und sind ein Ort. Ja, aber ich meine, hat einer schon mal WoW gesehen, die Werbung davon, wo Mr. T Werbung für macht? Er ist Nachtelf, okay. Ja, Nachtelf Irokese. Trotzdem, er sieht genauso aus. Nein, stopp, die wollte ich nicht verkaufen, aber die. Und ich hab... Warum hast du nichts gesagt? Ich hab noch Eisenerz. Ist doch egal, ich kann das Spiel ja immer noch schwimmen. Ja, so, die Waffe habe ich immer noch nicht ausgerüstet. Aber die kannst du noch einmal verbessern. Ja. Wir haben auch noch Orichalkum. Die verkaufe ich jetzt auch mal. Und die Spitzhacke behalte ich. So. Ah, verbuggt. Nein, ich bin einfach gegen ein paar Pfeiler gelaufen. Vergesst nicht, auf drinnen reinzuschauen. Wie war das? Die kann ich verbessern? Du hast keine Eisenbarren? Ja, du sagtest aber gerade, ich kann sie verbessern. Ja, wenn du Eisenbarren hast. Ja. Das versteht sich doch von selbst. Nein, versteht's nicht. Wenn du sagst, ich kann verbessern, dann gucke ich erst gar nicht nach, ob ich noch irgendwas dazu machen muss. So, jetzt aber. Warte mal, ich hab die ausgerüstet. Nein, das ist der Hammer. Es sieht so scheiße aus, wenn das Ding hüpft. Ja, das geht. So, wir werden dann später irgendwann nochmal Anführer der Gefährten. Das steht jetzt schon fest. Ach Gott, ich finde diesen ewigen Witz immer noch cool. Früher war ich Abenteurer, doch dann bekam ich einen Pfeil ins Knie. Ich meine, das habe ich schon so oft gehört, dass ich das irgendwann nochmal durchziehe. Ich habe nochmal vor, mir eine gravierte Nordrüstung zu basteln. Dann haue ich mir noch ein Extra dazu. Und zwar ein Stiel, der aussieht wie ein Pfeil, den ich mir dann ums Knie binde. Läuft. Weil ganz ehrlich, ich habe diesen Witz schon so oft gehört. Ich finde es einfach nur noch zu abgedroschen, dass ich es dann selber durchziehe. Was ich auch letztens gesehen habe, ich zock nebenbei auch Assassin's Creed und ich habe schon so oft Cosplayer gesehen, die entweder irgendwo drauf standen oder
so simuliert haben, sie würden in den Heuhaufen fallen. Ich habe jetzt letztens das beste Bild von allen gesehen. Ein Assassine, der neben den Heuhaufen gelandet ist. Ich meine, darauf ist auch noch keiner gekommen. Und ich fand das auch echt ultra. Also, besser ging niemals. Was soll diese Unterbrechung? Kannst du mal einen Knopf drücken? Ich bin gerade am Trinken. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Ja, jetzt erstmal. Oh Gott, so viel gelabert wie jetzt habe ich noch nie, mir ist schwindelig. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ja. Wirklich? Aber es geht mich nichts an, wen die Kaiserin. Sei es mir. Irelet hatte recht. Aber ach Gott. Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr. Also ganz ehrlich, bei diesen ganzen Diskussionen kriege ich immer Kopfschmerzen, weil es liegt jeder immer falsch und ich muss es dann richten. Beziehungsweise jetzt wir. Mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Ja. Das bringt auch so viel. Schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigen. Das habe ich irgendwie vergessen. Eine Stahlrüstung, die wir geschenkt bekommen. Bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten kommt. Begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauber. Ja. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesem Drachen zu tun hat. Ja, mit Drachengerücht. Wir haben aber noch keinen Drachen getötet. So, ich lasse das mal kurz außer Acht. Ich will nämlich erstmal was machen, bevor ich es wieder vergesse. Nein, ich will nur was entzaubern. So. So, nochmal. Es mag zwar für einige komisch vorkommen, dass ich jetzt einfach mal so eine gute Kriegshammer entzaubert habe und der dadurch verschwindet. Aber es ist mir egal. Ich habe schon öfters Sachen verkauft, die ich hätte entzaubern können, zum Zauber sammeln. Aber scheiß drauf. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Ach Gott, diese Tafel. Meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel erstmal werdet, die vielleicht gar nicht dort soll ich gehen? Und was soll ich holen? Das hat er gerade gesagt. Ich bin nicht blöd. Ja, natürlich. Ihr brennt darauf, euer Abenteuer zu beginnen. Wunderbar. Je früher ihr anfangt, desto eher ist... Oh Gott. Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz Hügel liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Ja, es ist ein Schatz, also bitte, das ist immer die Hauptkammer. So, was könnt ihr mir darüber erzählen? Ich bin Abenteurer, ich brauche keine Infos, oder? Ja. Hier werden Waffen und Rüstungen verzaubert. Da setze ich mich später auseinander. Was habt ihr zu verkaufen? Nein, ich tue nur so, aber mal gucken, was ihr so habt. Ihr Bekleidung, also das ist einfach nur lame. Warte mal, was kann der Ring? Nee. Gar nichts. Das Magier und er hat keinen verzauberten Ring. Ich benutze grundsätzlich keine Schriftrollen. Das Schwert, kauft das Schwert. Guckt ihr mal auf unser Gold. Ah, wir haben 16 zu wenig. Deswegen gucke ich auch erstmal. Oh, guck mal. Können wir uns nicht leisten. Können wir uns nicht leisten. Auch nicht. Willst du mich verarschen? Ja, könnten wir leisten, bringt aber nichts. Den könnten wir uns leisten. Aber bringt das auch ist nur eine armselige Seele. Egal, du weißt, was ich habe. Ich meine, ich kann jetzt das erstmal was verzaubern. Nehmen wir den. Nehmen wir den Frostschaden. Wenn wir sagen. Alter, das ist 6-7, dann ist das Ding entladen. Ja. Ladungsdauer wollen wir mal 8 nehmen, ne? Also 18. Ja, komm, mach ganz hoch, scheiß doch drauf. Nein, du weißt, wie lange es dauert, bis wir wieder 10 Steine haben. Ja, stimmt. Deswegen. Alter, darf ich erstmal mich vorbereiten? Danke. Warte, nein.
So, warte. Wo? Gegenstand umbenennen. Y. So, wie wollen wir es nennen? Sag was. Deine Waffe. Ja, aber ich bin so schlecht bei Namen. Man hat es schon gehört, Mr. T. Also bitte. Enthauptungsaxt will mir jetzt so spartanisch eingefallen. Axt der Kälte. Ah komm, das ist lame, die gibt's hier schon. Stimmt. Enthaupter. Schädelspalter. Das passt besser, da weiß ich sogar, wie es geschrieben wird. nein. Ah. Ja. Zusammen. Dann wollte ich gerade fragen, zusammen? Oder ja, das ist unsere erste verzauberte Axt, das wird die auch niemals verkauft. Die wird später irgendwo hingehangen. Auch wenn sie total lame ist. So, fertig. Schädelspalter. Und jetzt? Wobei jetzt herrscht ja in Y, ne? Ja. Nee, X. Herzlich Glückwunsch, Sie haben einen Schädelspalter. Ja. Ich mag diese Waffe jetzt schon. Ah Gott, das ist das erste Mal, dass ich eine Waffe auch umbenannt habe. Aber einen Bug finde ich immer noch am besten. Hier geht das, aber wenn du außen stehst, dann wird dir das hier als nichts angezeigt. Vor allen Dingen, was mir auch schon aufgefallen ist. Hier geht es jetzt auf einmal andersrum. Aber nochmal, wenn du außen stehst, dann geht die Tür nach innen auf. Wenn du innen stehst, geht die Tür nach außen auf. Das ist auch wieder so eine Sache, die ich nicht verstehe. Ich meine, die Türen gehen normal immer nur nach innen auf. Warum ist es hier andersrum, wenn du innen bist? Okay. Was? Okay. Hä? Ich hab grad geguckt, wie lange du schon hast. Ja, vor allen Dingen, das ist auch echt. Wenn du hier stehst, Tür öffnen. Du hältst auch auf die Tür, aber du kannst... Als ich das erste Mal Skyrim gespielt habe, habe ich 2 Minuten vor diesem Pfeiler gestanden auf A gedrückt, weil ich da rein wollte. Ja, das habe ich aber auch. So, warte, nein, da will ich nicht runterfallen, ich weiß ganz genau, was passiert. Ins Wasser passiert nichts. Ins Wasser, hallo, das ist nicht gerade tief. Guck, ich kann hier, also, ich schwimme zwar, aber ich laufe auch halb. Das ist das, was unlogisch ist. So, wollen wir uns mal den ersten Segen holen? Talos? Ja, natürlich. Talos! So, warte, jetzt habe ich mich verlaufen. Diesen Baum werden wir irgendwann auch nochmal von Blätter verpassen. Werden wir? Ja. Werden wir. Weil, guck mal, wenn du dir das anguckst, dieser Baum sieht massig scheiße aus ohne Blätter und außerdem, ja. Außerdem haben wir noch das Ziel, das was ich jetzt beschlossen habe, wir werden uns noch dätrische Artefakte holen. Und Nesselreißer, den Dolch, den du brauchst, damit dieser Baum wieder Blätter hat, also genau dieser Baum da, den man so halbwegs sieht, du brauchst Nesselfluch oder Nesselreißer, irgendwas in der, auf jeden Fall Nessel, damit das Ding Blätter bekommt. Also werden wir uns den holen. Genauso wie ich mir diese eben, den Ebenerz noch holen werde. Vor allen Dingen mit diesen Dingen werden einfach mal kleine Kaninchen aggressiv und greifen dich an und sterben dann sofort, weil sie sich vergiften. Das ist cool. So, wie viel haben wir jetzt eigentlich? Ja, okay. Das ist übrigens Wutrad. Die Axt, die er nicht mag, aber ich haben will. Es ist 200, das ist dein Problem, nicht meins. Ja, siehst du? Also, was holst du dann rum? So, wollen wir mal offiziell aus Weiß auf raus, wenn wir schon als Gefangener rein sind. Juhu, wir sind wieder ein freier Mensch. Ork. Ich wollte gerade sagen, hast du irgendwie geraucht oder so? Ich wusste gar nicht, dass Orks Menschen sind, aber wenn du meinst. Scheiße, ich habe nichts mehr zu trinken. Södele. Wollen wir erstmal hier noch ein bisschen. So, da sind zum Beispiel die Ställe. Bin gerade am Überlegen. Wir haben noch keine 1000 Gold für ein Pferd. Ja, war ich gerade am Überlegen, soll ich mir ein Pferd holen? Aber so viel Geld haben wir gar nicht.
Wir sind sowieso pleite. Also jetzt muss ich auch noch eine halbe Weltreise machen, nur um da hinten hinzukommen, wo ich hin muss. So, wo muss ich jetzt eigentlich genau hin? Ja, wir haben die Karte. Hm. Juhu, ich bin Bergsteiger. Das ist so eine Sache in Skyrim, die mich tierisch aufregt. Du kannst einen Berg hoch, der 90 Grad ist. Du kannst einfach hochlaufen. Aber du kannst nicht durch den Busch. Richtig. Alter, du kannst ja auch durch die Büsche laufen. Hier. Ja, aber durch so kleine. Nur. Oder hat eine... Warte, ich stehe mal kurz auf, damit ich mir das verstehe. Ja, das hätte ich dir sowieso gesagt. Oh. Ich höre da was. Also eine Bekannte von mir spielt auch Skyrim. Böser Wolf. Und die hat mir erzählt, sie ist da mit ihrem Pferd einen Berg hochgelaufen. Das schaffe ich aber auch mit. Sowieso schon unlogisch. Sie hat am Ende aber in 90 Grad ist ja was geklebt mit dem Pferd. Ja, aber das schaffst du auch, wenn du das Pferd aus der dunklen Bruderschaft hast. Schattenmähne. So, was wollen wir jetzt gehen? Ausdauer? Machen wir mal ein bisschen mehr live. Ja, live ist sowieso und Talent. So, was haben wir denn da? Verzaubern. Können wir schon verzaubern? Ja, verzaubern. Hm. Ja, komm, why not? Ja. Am Anfang gehen die Levelaufstiege so schnell. Ja, ich meine, wir machen uns sowieso nochmal auf den Weg zum Liebestein. Damit geht's sowieso alles schneller. Das kannst du doch jetzt mit deiner Aufnahme machen. Ja, aber Alter, weißt du, wie lange ich da laufe? Guck mal, wir sind hier. So, wenn ich jetzt mal zurückzoome, rauszoome aus dieser Karte, was echt viel war, für den Liebestein, da müssten wir dahin, hier irgendwo ist der. Nee, weiter nördlich. Stimmt, der war hier irgendwie hier. Ja, es ist hier. Du bist ja am Kartenrand. Da ungefähr. Der ist irgendwie, ja, da habe ich doch vorhin gezeigt. Der ist irgendwie, da auf dem Berg irgendwo. Der ist irgendwo hier in der Nähe vom Markart. Genau, irgendwo da auf dem Berg. Und, Alter, du siehst schon, wie lange ich jetzt laufe, um da oben hinzukommen. Zumal durch die Rüstung und dadurch, dass wir ein Ork sind, sind wir schon nicht so schnell. Hm. Weil Orks einfach langsam sind. Aber, ey, da hinten ist ein Riesenlager. Ja, wir plündern jetzt kein Riesenlager, die killen uns. Ich plündere das Riesenlager aber, der sieht mich doch sowieso nicht. Hallo, die sind Ork. Guck. Ich meine, der bemerkt mich noch nicht mal. Sicher? Ja, sicher. Obwohl, ich müsste jetzt sowieso erstmal gucken, wo diese scheiß Truhe ist, wo die ihre Schätze drin haben. Aber normal müsste die immer hinterm Feuer sein. Da, guck mal. Wenn ich mich jetzt hinhocke, guck, die bemerken mich noch nicht mal. Hm, das Kuhfell mitnehmen? Ja, natürlich. So, guck, ausgeraubt und weg. Und die bemerken noch nicht mal einen Pups von mir. Und ich meine, Orks müssten eigentlich miefen. Aber Riesen miefen wahrscheinlich mehr, deswegen riechen sie uns nicht. So, ich glaube, ich habe mich jetzt irgendwie verlaufen. Ja. Wie geht es da? Nein, da geht es nicht hoch. Na, tolle Wurst. So, ich glaube, ich laufe gerade auch irgendwie falsch. So, also was, wir müssen da hoch. Ich glaube, wir müssen aus. Ja, das ist immer das Blöde. Ja, ja. Das wird ein schöner Marsch. Ich glaube, wenn ich angekommen bin, ist die Folge auch vorbei. Nee, hast noch knapp eine halbe Stunde. Wolfi! Komm schon! Ich wollte gerade sagen, brüll sie an. Nein, Blutrausch. So macht man das. Und da haben wir sie Schädelspalter genannt. Ja, weil das war ein Wolfspalter. So, jetzt sehe ich erstmal gar nichts mehr, weil mich diese Sicht einfach komplett gerade flasht. Ja, ich muss weiter außen rum und da unten sind schon wieder ein paar Opfer. Ich glaube aber, das sind Kaiserliche. Nein, das sind Diebe oder sowas. Oder kann es sein, dass das die Gefährten sind? Nein, das sind Kaiserliche. Die laufen schon so bescheiden. Ja, Kaiserliche mit den Gefangenen. Nein, ja, Talmor! Das ist Talmor. Ich geb dir gleich, lass das sein. Das geht euch nichts, lass das sein. Das Blöde ist, ein Zauberer mit dazwischen. Was ich komplett vergessen habe.
Ich werde gleich das erste Mal sterben. Hä? Und tot. Ja. Wie war das nochmal? Ende der Folge? Das wird jetzt doch klappen. Ja, ich habe mal wieder vergessen, dass diese blöden Timer immer eine Magier mit dabei haben und... Weil immer erst auf die Magier rennen sollte? Ja. Und man sich vor allem nicht vor Level 10 den Timer anlegen sollte? Alter, ich habe mich auch mit Level 3 damals mit dem Timer angelegt. Ja, da hast du aber nicht auf Experte gespielt. Mhm. Ach Mist, da war ja... Scheiße. Ich hätte vorhin mal den Kaffee durchrühren sollen. Jetzt hatte ich einfach nur kalten Kaffee ohne Zucker. So, ich renne jetzt ein bisschen und dann springe ich hier runter und überlebe. Kajits. Oh ja, Händler. Es sind einfach nur scheiß Russen, ganz ehrlich. Die Straße werft einen Blick darauf. So, wir haben 12 Gold. Ja, ich weiß. Wir können sich ein Holzschwert leisten. Ja, ich weiß. Ich will irgendwann so ein Holzschwert machen. Hör mal, zum Holzschwert Drachen killen. Alter, das Schwert ist vorher im Eimer. Aber guck mal, wir haben die Stahlrüstung. Die bringt sogar mehr. Hm, jetzt müssen wir überlegen. Behalte ich meine? Die Eisenrüstung? Ich verkaufe die Eisenrüstung. Ich nehme mir gleich die Stahlrüstung an. Das ist schon mal sicher. So... Das Knochenmehl verkaufe ich auch erstmal. Das kriegst du so oft neu. So, die Eisenbarren auch. Dann haben wir wenigstens ein bisschen. So, die haben Zaubertränke. Ganz ehrlich. Zaubertränke. Die haben aber nur einen der kleinen Heilung. Und ich bin schon wieder fast, also wir sind schon wieder fast pleite. Möge eure Weg euch zu warmen Wüsten führen. Ich habe mich gerade an so einem scheiß Stein festgebackt. So, ich gehe jetzt aber diesmal andersrum, weil das kürzer ist. Du kannst auch ein Pferd klauen. Nee, das ist mir zu lame. Klauen kann jeder. Ich kaufe mir eins. Außerdem gibt es hier hinten auch immer noch interessante Sachen. Töte den Hühnchen? Nein, ich töte kein Hühnchen, dann sind wieder alle sauer auf mich. Das kenne ich schon. Also nee, warum sollte ich... Außerdem, warum Hühnchen? Das ist organisches Tofu. Das ist ehrlich. Ja, ist schon gut. So, was haben wir hier? Komm schon, ich stehe genau hinter dem... Ah. So. Jesus geht hier viel schneller, aber jetzt kannst du nämlich hier was flussaufwärts. Die Straße entlang. Außerdem backt das hier schon wieder. Wie man sieht, wo kommen diese Schwerter her? Wow. Das kann ich zum Beispiel mitnehmen. Wow! Ist gerade runtergefallen, als ich durchgelaufen bin. Ich glaube, das waren die Kaiserlichen, die du gekillt hast. Nein. Weil hier bin ich ja vorher nicht lang gelaufen. Ich bin ja unten im Berg. Also da hinten. Ich laufe hier jetzt einen komplett anderen Weg. Ja. Ah, ja, ist mir auch gerade wieder eingefallen, nachdem mir es gesagt wurde. Erstmal zu den Favoriten und dann anziehen, so. Das hat auch mächtig was an der Murmel. Ihr solltet eure Flöße überdecken. Ich gehe nirgendwo hin. Und nun zurück. Ihr braucht etwas. Was? Oh, ihr habt recht. Ihr braucht etwas?
Ja, anstatt dass er mir jetzt einfach die Quests gibt, ne? Wir glauben, dass sie sich nein, die quatsche ich nie an, du sagst mir nur dasselbe. Wir suchen Informationen über ein... So, ich glaube, ich bin verkehrt abgebogen. So, jetzt mache ich mal was. Ich hüpfe einfach mal den Berg hoch. Alter, wenn du runterfällst, bist du tot. So, bin ich hochgehüpft. Ja, ich weiß, wenn ich runterfalle, bin ich tot. Das hat man ja bei dir gesehen, nur so einen kleinen Vorsprung. Warte mal. Kommst du dann nicht auch an, wenn du hier einfach rumgehst? Naja. Spring! Hab ich doch. Es reagiert noch nicht. So, das ist ein komplett unorthodoxer Weg, aber du kannst dich einfach mal so einen Berg hochhüpfen. Vor allem mit einem 300 Kilo schweren Ork. Ja, vor allem den guck dir mal an, wie das aussieht, wenn der hüpft. Hui, ich bin leicht wie eine Feder. So, jetzt muss ich trotzdem da unten lang. Aber ich komme wenigstens mein Ziel näher. Ich bin näher als vorhin. Vor allem da ist es schon. Aber ich will zuerst vor diesem Haus. Was hier irgendwo ist. Ich komme aber nicht zuerst zum Haus, ich komme erst zu diesem scheiß Grab. Oh mein Gott, das ist kalt. Sturzhügelgrab. Ja, ich weiß, ich bin da. Wer noch? Du bist von der... Was? Ach, da bist du gelandet. Ja, das ist der Haupteingang. Aber warte mal, waren hier nicht viele lauter kleiner fieser Dinger? Ja, da waren viele lustige kleine Diebe. Es ist für mich gerade voll ungewohnt, so zu zocken, weil Skyrim zocke ich normal immer aus der Ich-Perspektive. Ja, mach das doch. Nee, so ist irgendwie gerade interessanter, zumal... Er hier einfach nicht reit. Und ich beinahe runtergefallen wäre. Warte mal, ich habe einen Pfeil in der Schulter. Alter. Einer mit Bogen. Du bist voll langweilig, wollte ich schon sagen. So, Gesundheit. Mach doch Krieghaltung. Ja, natürlich mal das. So geht das. Immer schön mit dem Kopf. Ah, wollen wir mal gucken, was hat die denn? Gold? Gold ist immer gut. Wir machen die Pfeile mit. Aber ich lasse den Dolch da. Keine unnützen Sachen mitnehmen. Wirklich. Hätte ich da mal früher hingegangen. Hätte ich es nicht kaufen müssen. Hey, was? Schmieden. Die Axt. Hab's da auch gerade zum Finden. So, da ist zum Beispiel eigentlich das Ding, wo ich hin wollte. Irgendwo. Aber egal, jetzt bin ich schon mal hier, jetzt bleibe ich auch hier. Ah! Das ist Da geht's runter? Ja, natürlich, da geht's runter, dann kommst du da unten hin und mehr ist da auch nicht. Guck, wenn du hier neben bist, kannst du hier außen rumgehen. So, dann bist du hier, dann kannst du hier wieder diesen scheiß Vorsprung hoch. Du bist einmal im verfluchten Kreis gelaufen und kommst dann am Ende doch wieder hier oben an. Lol. Ja. So, wollen wir mal rein. Tempel. Jetzt stürzt Hügelgrab. Ach ja.
Ja, machen wir jetzt. Könnte mal irgendwer noch mal Kaffee kochen. Keine Person hört mir zu, auch wenn wir zu dritt im Raum sind. So, wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Rote Tiere. Die haben aber Innenschwänze dabei. Ach Gott. Ja, ihr habt mich. Nein, auf dich. Aber bitte, wenn du meinst. Ich hab schon wieder einen Pfeil im Bein. Das war das Knie. Das ist echt mal voll. Also, nee, das geht nicht. So, wie ich schon Pfeil im Knie hatte, müsste ich gar kein Abenteurer mehr sein. Das ist wenigstens mal nach meinem Geschmack ein paar Juwelen zum Verkaufen. Ja. Und mal wieder alle weggelaufen. So, gucken, was gibt's noch? Und wieder so ein totes Viech. Okay, mehr gibt's hier nicht. Jetzt muss ich mal kurz was gucken, weil es wurde irgendwas mit einer goldenen. Ja. Die goldene Klaue muss ich jetzt beschaffen. Super, dass das gleichzeitig noch eine zweite Questreihe ist, wo du einfach nur die goldene Klaue beschaffen sollst und den Besitzer wiedergeben musst. Am Ende klaust du die dann sowieso wieder, weil du sie für deine Klauensammlung brauchst. Also finde ich das irgendwie auch ein bisschen scheiße. Ja, was haben wir denn hier noch? Ah ja, nicht wundern, ich habe die Angewohnheit. Ich drücke einfach immer irgendwie, wenn ich ein Gefäß finde, auf Durchsuchen. Selbst wenn es leer ist. Aber das ist ja schon Standard. Man ist ja zu faul zum Lesen. Und erst dann, wenn man sieht, ach scheiße, das ist jetzt leer, fühlt man sich mit dem, merkt man einfach, wie mit dem nicht man einfach ist. So. Ich brauche kein Leintuch, aber den Trank nehme ich mit. So. Wow. Das war irgendwie gerade ein bisschen dunkel. Ich ziehe schon mal die Waffe, da ist nämlich schon wieder ein Gesetzloser. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlassen ausgesucht. So, was hast du bei dir? Eine Fackel, die brauche ich nicht. Fell am Schienen. Es ist ziemlich viel Fell dran. Vielleicht da hinten so ein bisschen angedeutet. Aber sonst, naja. Und schon wieder ein Eisendolch. So. Immer diese blöden Rätsel. Ach stimmt, normal wäre er ja draufgegangen, weil man so lange wartet, bis er stirbt, aber... Irgendwie habe ich das gerade übersprungen und habe ihn selbst umgebracht. Was? Hast du selber umgebracht? Nein, hier, das ist diese komische... Das ist diese Ruine, ja, wo du normal hier vorne stehst und wartest, bis er sich hier umbringt, weil er einfach den Hebel betätigt. Ach, weil er alles falsch eingestellt hat, aber das habe ich jetzt irgendwie erledigt. So, wie war das jetzt nochmal? Da oben ist eine Schlange, das heißt, das Ding müssen wir drehen. Musst du aber nah genug dran stehen. Da ist die Schlange. Das nächste ist wieder eine Schlange. Das ist nämlich das Ding, was hier abgebrochen ist. Das ist eine Schlange. So, und das letzte haben wir da oben ein Wal. Oder ein Delfin. Auf jeden Fall irgendwas Fischiges. Das wählen wir auch mal aus. So, Schalter. Bisschen zurückgehen, weil ich immer noch Schiss habe, dass da irgendwas runterkommt. So, dann kannst du hier rein. Werden dir erstmal zigtausend Feinde angezeigt, die erstmal nur da unten sind und zu blöd sind, um hochzugehen. Nehmen wir mal den Seelenstein mit. Dann, die ist leer, da gehe ich jetzt nicht drauf. Genauso wie die.
könntest aber auf die Truhe. Ja, ich weiß, ich könnte auf die Truhe, aber ich wollte erstmal Taschendiebstahl auf 16 bringen. So. Dann haben wir hier wieder Gold. Und den Trank nehme ich auch mal mit. Ich weiß nicht, ich habe immer so viele Tränke bei mir und 200% davon benutze ich erst gar nicht. So. Und noch so ein Teil. So, dann gucken wir mal hier. Da liegt aber nichts. So, dann haben wir hier irgendwas. Da Schriftrollen. Aber die lasse ich da liegen. Weil Schriftrollen sind einfach nur... die kannst du nur einmal benutzen und dann sind sie weg. Weiß ich das richtig im Kopf hab? Ja. Ja, ich hab's ausprobiert gehabt mal. Du benutzt so eine blöde Schriftrolle, die dann einfach weg ist, nachdem du sie benutzt hast. Und der besitzt aber halt auch mächtige Zauber jedes Mal, ne? Ja, so mächtig sind die. Was ich auch immer gut finde, ist, du hast ein Skelett, wo du Gold drinne findest, aber wenn du mal genau hinguckst, wo ist da das Gold eigentlich drin versteckt? So. Jetzt kommt das, womit die Shiro nicht umgehen kann. Aber mal fette Spinnen. Welcher? Da oben ist er. Du stirbst. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Ja, wer vergiftet die Eier? Das ist jetzt auch neu. Das sehe ich auch so zum ersten Mal, dieses Drachenbild. Ja, ich weiß nicht. Nein, meisten Nord glaubten, dass das mit den Drachen ein Gerücht ist. Der Boden ist gar nicht der Boden. Ja. Bogen. Der Bogen ist gar nicht ausgerüstet. Warum nicht? Weil wir einen neuen Bogen mit dem hatten. Ach Mist. Ja, ich weiß, das war ganz genau. Und anvisieren kann ich immer noch nicht. Vor allem, ich habe gerade eine Quest angefangen. So, ich weiß, ich muss jetzt wieder alles von vorne machen. Dafür habe ich gerade eine Leiche gefunden, die ich vorhin gar nicht gesehen hatte. Den Banditen hier vorne. Aber nein, ich brauche den Wein nicht. Guck mal, diese Banditen sind so schlau, die sehen mich immer noch nicht. Ja, da ist irgendwo jemand. Oh, da wäre das erste Ding so. So, den zweiten habe ich einfach mal so durch den durchgeschossen, der hier. Was auch echt intelligent ist, aber es hat geklappt. Also sage ich mal nichts groß drauf. So, jetzt wollen wir das andere Ding hier hinten ausnehmen, wenn ich es dann finde. Ich komme immer noch nicht mit dieser blöden Sicht klar. Ah, es hat aufgehört. Stopp. Ach, da ist es ja. So, dann nehmen wir mal die mit und den Bogen. Dann lasse ich, glaube ich, mal den Bogen ausgerüstet. Warte, hier lag ein Pfeil. Den kann ich mitnehmen. Die Holzfällerachs lasse ich mal liegen. Mal mit. Was soll ich mit der Holzfällerachs? Hier liegen aber noch ein paar Pfeile. Ich weiß es. Ist... Naja, egal. Nein! Warum nicht gleich so? So. Und mir ist schon wieder aufgefallen, ich habe wieder denselben Fehler gemacht wie sonst auch immer. Ich laufe in der Höhle rein, ich mache auch ein paar Sachen, merke dann, oh scheiße, das Ding ist zu stark, warum hast du vorher nicht gespeichert? So, schleichen wir mal hier durch, um das auch ein bisschen zu skillen. So. Puh, das dauert jetzt ein bisschen. Aber diesen Trank nehme ich wieder mit. Zumal es immer ein Fehler ist, Magie nicht zu skillen. Oh nee, wenn du ein Level aufsteigst, ab und zu musst du deine Magika erhöhen. Weil du es irgendwann brauchst, wenn du in die Dingsschmiede gehst. Aber. Komm schon. Alter, war der schnell.
Das war ein Pfeil im Knie. Lassen wir die Spielchen. Der müsste eigentlich schon lange tot sein. Hallo? Ich glaube, der backt ein bisschen, oder? Warte mal, geht das auch? Nein. Da geht er durch. Da hat er getroffen. Alter, warte mal. Hehe. Er ist am Fall im Knie gestorben. Hier da, zu einer Doppel. Das ist echt gut. Herr Kuro, du bist in, warte, 5 Minuten fertig. Nein, bin ich nicht. Alter, ich hab den gerade 2 Pfeile ins Knie gestorben und am zweiten ist der gestorben. Hallo, schaff das erstmal. Also bitte, ich kenne das zwar von einigen Wachen aus Weißlauf. Die sagen, früher waren sie auch Abenteurer und dann haben sie einen Pfeil ins Knie gekriegt. Also sind nicht dran gestorben. Nee, die sind nicht dran gestorben. Nicht so wie die es wisst ihr eben gerade. So, ich mach jetzt noch das Rätsel hier vorne. Geh dann bis zur Spinne und dann kann der Slay sich nachher um die Spinne kümmern. Immerhin. Nee, ich bin bei der Spinne gestorben. Mitnehmen, lesen, mitnehmen. Taschenstieb, Stiebstahl, ja. Stiebstahl. Taschendiebstahl. So, den geringen Ausdauer lasse ich diesmal liegen, aber den Seelenstein nehme ich mit. So. Jetzt gehe ich wieder auf meine Waffe, wenn ich denn jetzt wüsste, wo habe ich den Spalter. Die rüste ich auch heraus, weil immer diese Selbstmordteile. So, noch einer? Ja. Oh. So. Ihr wisst es, ich weiß es, der wollte es. Also so wie immer. Diese, mit diesen Giften kann ich ja auch nichts anfangen. Ich meine, ich habe echt ewig, unendlich viele Gifte. Aber, ja, wofür? Ganz ehrlich, ich habe noch nie Gifte benutzt. Und ich werde es auch nie, weil ich das einfach nur hinterhältig und lame finde. So, hier kommt gleich wieder diese blöde Spinne. Aber, ich speichere das Ganze jetzt einfach. Dann machen wir hier auch Schluss. Bis zum nächsten Mal.